Hallo, treue Anhänger des Imperators. Ich begrüße euch heute mal bei der Deathwing wieder. Gemeinsam entern wir heute wieder in Space Hulk. Bin schon kritisch verwundet, aber ein Astartes von der Deathwing macht das natürlich nichts aus. Der kämpft bis zum letzten Atemzug. Ups, ja. Mal aufpassen. Das wäre es jetzt sonst gewesen. Da ist schon direkt einer hinter mir, ich hab's gehört. Da, ja, lange Arme hat das Spiel. Spielen tun wir wieder die schwere Klasse, wie beim letzten Mal. Mit der Sturmkanone. Eine Art Minigun. Ups. Da hat sich der Teamschuss getroffen. Bolter vom Teamkollegen. Spielen wir eine Spezialmission. Mit einem Heiler. Das ist der Eve, der hier vorne mit dem Bolter. Und dann haben wir noch einen Libuain, einen Skiptor, eine Art Magier. Bäume Universum. Missionika. Das war's, wir sind halt zu dritt heute. Ist eine private Lobby. Von daher wird wahrscheinlich noch keiner mehr nachjoinen. Jetzt kämpfen wir uns halt nur auf den Weg hier durch. Durch die unendlichen Horden. Die Spielers und die Drieden. Die uns alle am liebsten tot sehen würden. Wir spielen mit Codex-Regeln aus. Das heißt halt, man hat nur ein paar Sachen am Anfang freigeschaltet der Runde und muss sie dann halt freispielen. Indem man Gegner tötet, Missionsziele abschließt und dann gibt man halt Erfahrungspunkte für die Runde, die gerade läuft. Und dann kann man halt aufsteigen und kriegt dann halt seine restlichen Fähigkeiten und Waffen freigeschaltet. Und mit jedem Aufstieg kriegt man halt auch immer volle Gesundheit zurück. Überhaupt nichts sehen. Wo ist mein Teamkollege? Da ist der Hecke. Oh, da kommen die schon. Zwei Stück. Ich will mal die Faust einsetzen. Ah, ja, ich hab geschlafen, weil ich geredet habe. Und zwar ist das eine Mission, wo man verteidigen muss. Am besten ist, man verschließt die Tür auf dieser Seite, weil sonst kommen sie von hinten. Und wenn man die verschließt hier vorne links, kommen sie nur von vorne. Also von der anderen Richtung hinter uns. Wenn man es nicht macht und das nicht weiß, dann... Ich hab gerade den Chat geöffnet aus Versehen. Dann kommen sie halt von hinten und wenn man nicht aufpasst, dann überrennen sie euch. Hier oben ist dann noch eine sehr gute Position. Runterschießen. Dann aufpassen, dass man keinen Schaden bei seinen Teamkollegen jetzt verursacht. Jetzt kommen die nämlich nur von vorne. Und dann kann man von hier das schöne Dauerfeuer geben. Einfach drauf, dann muss man hier so ein paar Sekunden machen, bis oben der Balken voll ist. Dann geht auf die richtige Seite hin. Ah, ich habe jetzt kein gutes Schussfeld. Der Liquid ist hier im Weg. Der Work for a Living. Ein bisschen aufpassen, weil wir aktivierten Teambeschuss haben. Friendly Fire. Und wenn ich ihn dann halt treffe, verursache ich Schaden an ihm und das wollen wir nicht. Wir sind ja keine Verräter, wir sind ja Loyalisten. Und das machen wir nicht. Dann haben wir es geschafft.
geschafft. Das Missionsziel. According to our tech priests, a cogitator kann man das nächste? Near your position. Ja, raus. Ich glaube, einmal quer über die Map. Auf der anderen Seite. Na, da müsste gleich jemand kommen. Ja, von rechts kommt gleich einer. Machen wir einfach die Tür zu. Da ist er. Da war er. So, wem laufen wir hinterher? Dem Zeiger. Wir teilen uns einfach mal stumm auf, weil wir die Relikte einsammeln. Obwohl die wahrscheinlich keiner von uns mehr braucht, weil wir unser Level eigentlich schon hoch genug ist. Wir gehen nämlich eh nur Erfahrungspunkte. Gehen wir die Tür hier zu. Was war das? Da war eine Leiche im Weg. Schließen wir die Tür auch nochmal. Hat er jetzt nicht verschlossen. Hat nicht funktioniert. Gut. Achso, verschließen der Türen einfach E gedrückt halten. Alle Tasten zum Schließen, weggehen, halten. Und dann, wenn die zu ist, könnt ihr jetzt wieder los. Habe ich glaube ich jetzt schon ein paar Mal erzählt in meinen Videos, aber man guckt sich die ja nicht immer komplett an. Geschafft. Was wäre jetzt der einfachste Weg zum Zurückgehen? Mal sagen hier durch die Tür. Verschließen wir die hinter uns. Und dann. Ah, da kommen die schon. Ja, die Jeans-Dealers. Haben ja keine Chance. Schnell durch. Einmal die Faust einsetzen für eine Nahkampfwaffe. Waffe hat er. Schert. Halt die Sturmkanone. Unsere Minigun hat eine kurze Anlaufzeit. Die muss ich erst andrehen, bevor ich schießen kann. Das ist halt schwierig, ne? Zu handeln. Nahkampf, Fernkampf zu mixen, wenn es drauf ankommt. Häufig nicht mehr schnell genug angeschmissen. Ups. Jetzt müssen wir aber auch mal die Faust einsetzen. Ist die Tür zu? Ja. Ah, jetzt haben wir auch ein Level aufgestiegen, eine Stufe. Stufe 3. Wurden damit einmal voll geheilt. Eine Gesundheit bekommen und haben die Mine freigeschaltet. Unsere zweite Fähigkeit. Die platziert man auf dem Boden. Beziehungsweise man bildet sie aus und dann kann man sie auf dem Boden platzieren. Und es ist halt eine Annäherungsmine. Wenn ein Gegner sich nähert und dann drüber läuft, explodiert sie. Sehr gut, falls man nachladen muss, kann man sie vor sich auf dem Boden platzieren. Dann hält sie den Gegner vor sich auf. Oder einfach für eine Rückendeckung. Okay, wie spät haben wir es denn? 18 vor 8. Ich glaube, das wird jetzt auch die letzte oder vorletzte Runde sein. Dann hören wir für heute auch auf. Ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt mit dem Mikro ist und der Stimmqualität. Einmal auf die Pipeline schießen. Ups, weiß ich, was das ist? Treibstoff? Was fließt denn da durch?
Öl, Treibstoff, Gas. Alles, was man gebrauchen kann, alles, was entzündlich ist. Ah, hier rechts kommt gleich einer. Ja, da. Hier kann man die Hühner einmal hinsetzen. Und wenn jemand drüber läuft, explodiert die. Das hört man auch. Und dann weiß man, von hinten kommt einer. Aber ich sehe schon auf dem Radar, dass da gleich einer kommt. Ja, hat sie explodiert. Visuell, also halt akustisch gehört. Super, super. Ah, leckt ein bisschen halt. Hab keine Kabelverbindung, ich spiele nur über LTE. Da ist ein Gegner. Ups, wir müssen mal schnell wieder aufholen. Haben den Anschluss verpasst zur Gruppe. Mal hier noch eine Mine hinsetzen. Ups, bin ich hinterstellt? Doch. Glück gehabt. Ausdauer leer. Aber durch die Tür kommen wir, glaube ich, noch. Da kommt schon jemand. Schnell nachladen. Ja. Gerade hat man gesehen, unten rechts das Radar geflackert. Das war undeutlich. Störung. Und wenn das dann also flackert, dann habt ihr diese unsichtbaren Gegner direkt in der Nähe. Und dadurch weiß man halt, dass einer in der Nähe ist. Und dann muss man auch aufpassen, dass die einen nicht erwischen. Blocken, schießen einfach irgendwo hin und Ausschau halten. Ja, da kann man gerade wieder. Hinter der Tür vielleicht, oder? Ja, von da. Von da. Ja, da. Einer auch wieder. Übrigens gilt die Faustregel, desto größer der Gegner, desto gefährlicher ist er. Desto länger die Arme, also für die Arme geht dasselbe, desto länger seine Greifarme, desto gefährlicher ist er. Ich glaube, die Eskorte, also das Missionsziel ist jetzt hier so ein Cat zu eskortieren, die will hier durch. Die wird gerade verschlossen. Jetzt muss man die leider kaputt machen. Die kleinen Türen kann man nur einmal verschließen. Danach, wenn man sie verschlossen hat, muss man sie dann halt zerstören. Nein, ich muss gleich nachladen. Das ist ein Nachteil. Dann einfach die Mine vor einen hinsetzen. Als Schutz, wenn man nachladen muss. Einfach mal immer die Feuertaste anklicken, damit die Waffe halt in Drehung bleibt, man schneller schießen kann und die Anlaufzeit geringer ist. Hier einmal die Türen verschließen an den Seiten. Schaffen wir es? Ja. Einmal nachladen schnell. Jetzt kommen wir von hier vorne. Die Gegner können übrigens Türen öffnen, die nicht verriegelt sind. So schlau sind sie. Verschließen wir einfach alle Türen. Schadet nicht, wenn man die Türen verschließt, die kann man ruhig immer verschließen. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Nur sinnlos zerstören sollte man sie nicht unbedingt immer. Ich glaube, wir müssen hier durch. Hier ist auch gefährlich. Links und rechts können sie runter. Hier rechts kommen die aus dem Loch. Aus dem Wartungsschacht raus, aus dem Boden. Am besten einfach mal die Linie hinsetzen. Hier vorne kommen die durch die Tür. Ja, Radar zeigt doch, jetzt zeigt es von vorne an.
ja. Leider haben da jetzt auch die Tür kaputt gemacht unten bei den Treppen. Da können die jetzt auch von da kommen. Das ist eine gefährliche Angelegenheit hier. Und diese Kette. Roboterfahrzeug. Das ist verdammt langsam. Ich glaube, ich muss gleich erstmal nachladen. Ja, 144. Doch, Feuer! Alles drauf! Na, sie nimmt den kurzen Weg, das ist gut. Und nicht außenrum. Hier können wir noch eine Mine hinsetzen. Hinlegen. Hat sich schon explodiert. Ja, ziemlich schnell. Was war das? Wieder rauskommen aus dem Wartungsschacht. Another squad has sent a distress signal. You must find them and help them. Okay, ich muss nachladen. Hi. Ja. Ich hab Glocken gedrückt, da könnte man schnell genug schießen. Einfach mal durch Portal durch. Bin mal geheilt. Und wichtig ist, wenn man durch Portal durchgeht, direkt Glocken drücken. Sofort. Weil sonst seid ihr schon im Spiel drinne. Und werdet ausgesperrt. Nein. Weil ihr seht noch nichts, nur noch das blaue Portal. Und dann werdet ihr attackiert. Und wenn ihr nicht blockt, dann seid ihr tot. Deswegen, Profi-Tipp, Glocken drücken, wenn ihr das Portal betreten habt. Ein zweiter Profi-Tipp ist nicht immer die Waffe Dauerfeuer geben, so wie ich, sondern auch Blocken drücken. Sonst kriegt ihr halt immer diese kritischen Treffer, wie ich gerade, an Kopf und Arm. Er hat mich übrigens, also der Gegner hat mich am Kopf getroffen, ist abgerutscht auf meinen Arm und hat an beiden Schaden verursacht. Der Schaden in diesem Spiel ist übrigens lokalisiert. Das heißt Arme, Beine, Kopf, Brust. Haben alle eigene Lebenspunkte praktisch. Bei den Gegnern dasselbe. Die können die Beine wegschießen und dann krabbeln die über den Boden. Die Arme glaube ich auch. Ja, die kann man auch wegschießen. Und halt für euch dasselbe, wenn ihr die Beine zerstört habt, dann könnt ihr nicht mehr laufen. Nur noch ganz langsam. Wenn die Arme zerstört sind, der linke oder der rechte Arm, dann könnt ihr halt den nicht benutzen. Und wenn die Brust oder der Kopf zerstört ist, dann seid ihr halt tot. Gefallen im Dienste des Imperators bei der Deathwing. Gegen die unendlichen Horden von Dienstleaders. Hier kommt auch gerne ein Brutlord rausgeklettert. Überrascht euch von hinten. Ja, ich höre das schon ein. Ja, da ist er. Ja, ich glaube gleich ist er. Dann macht er seinen Fernkampfattacke. Ja, anders schon. Ah, blöd jetzt, dass wir die Tür hinter uns kaputt gemacht haben. Ich bleib mal hier oben besser stehen und gebe Rückendeckung. Da soll ich gleich runter. Naja, die geben auch keine Befehle. Da kommt der nächste. Ah, er kommt zu mir hoch. Einmal runter. Hier unter die. Wow, okay. Immer wieder für Überraschungen gut. Hier unten drunter kommt er nicht durch.
ist ja zu groß, er kann die nicht klein machen. So 4,5 Meter halt, 5 Meter Riese, auch wenn es nicht auffällt, weil ja Stratis selber 2,5 Meter groß sind. Und in der Panzerung bestimmt noch ein bisschen größer. Ah, über uns ist noch einer. Was ist er denn? Nee, das ist ein Sensenklauer. Die sind nicht ganz so gefährlich, aber man sollte die Reichweite ihrer Arme nicht unterschätzen. Weil die können die wirklich lang machen. Auch sollte man aufpassen, wenn sie nebenein herlaufen auf einen anderen Orientierungskameraden zu. Schwenken ihre Arme manchmal einfach nach links und rechts und treffen euch am Kopf und dann fallt ihr einfach so rum. Das ist mir auch schon einfach passiert. Wichtig halt immer ein bisschen bewegen, zwar habt ihr da eine weniger Präzision, aber wenn euch jemand, wenn er ein Bootlot ist oder ein Psyker und ihr bewegt euch nicht und bleibt nur an einer Stelle stehen, der trifft euch dann halt mit seiner Fernkampfattacke. Okay, noch ein paar Sekunden. Wir müssen hier einfach warten. Hier ist ein... Ah ja, von uns. Sitzt da einfach, sein Anzug hat versagt. Systeme und er kann sich nicht mehr bewegen. Okay, jetzt gibt es Belial. Commander Belial ist das nächste Missionsziel. Da ist es schon. Oh. Ja, der Eve, er bleibt halt stehen an einer Stelle und hat man gerade gesehen, er wurde getroffen. Halt von Nahkämpfer. Jetzt sehe ich nichts, ja. RPG, meine Fresse. Ah, ein Zeiger. Da, wie ich schon erzählt habe, das war es gerade, dieser Lichtblitz. Ein psionischer Angriff. Ein Hybriden. Die Gesundheit von meinen beiden Waffenkühlern ist auch gerade sehr niedrig. ja, wie kommt es, dass der meine Kugeln alle überlebt? Zum Kleiner. Also meine Mine. Immer für Nachladen nutzen. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr habt nur eine Kugel verballert von 600 Schuss und wollt trotzdem noch nachladen drücken. Ey, lass mich hier mal durch. Heute haben wir ganz komische Bugs erwischt. Aber das hatte ich echt noch nie bei über 200 Stunden Spielzeit, sowohl auf dem PC und nochmal auf der Konsole. Also wahrscheinlich bei 400 Stunden Spielzeit. Tür zu. Ja. Was läuft mein Handy immer? Gutschrift. Ah, okay, dann muss man gleich gucken. Die Tür verschlossen. Ja. Source of psychic interference triangulated. Ja, ein unsichtbarer Salat geflackert und dann weiß man direkt Bescheid. Geht zurück. Ah, wir sind schon hinter mir. Teamarbeit. Man läuft durch und der Teamkollege wartet schon, um die Tür zu schließen. Meine Mine hier hin. Das war irgendwie leck und da war wieder ein Zeiger. Habe ich doch gehört. D.
die Spezialmissionen gehen unterschiedlich lang. Ist zufällig, wie viele Missionen man bekommt und in welcher Reihenfolge. Ebenso die Startpunkte, also die Spawnpunkte am Levelbeginn. Die sind auch immer unterschiedlich, wenn man eine Spezialmission startet. Okay. Müde. Wusstet ihr, dass der längste Kampfeinsatz eines Astartes irgendwie bei 380 Stunden am Stück, also 380 Stunden am Stück Kampfeinsatz von einem Astartes liegt? Krass, ne? Weil die können ihre Gehirnhälften, die linke und die rechte, wohl abschalten, also runterfahren. Und dann halt die andere benutzen. Aktiver. Dadurch können die wohl länger ohne Schlaf aushalten. Naja. Das sind jetzt noch die Anfangsmissionen. Ich glaube, das ist jetzt Mission 3. Und die ersten Missionen sind halt einfacher. Die späteren sind schwieriger. Das gleiche gilt auch für die Kampagnenmission, da ist das noch stärker ausgeprägt. Die erste Kampagnenmission ist noch ziemlich einfach und später kommen halt auch stärkere Gegner. Und auch mehr davon. Zum Beispiel ist es halt schwieriger. Weil man halt mit zwei, beziehungsweise drei erfahrenen Spielern spielt. Ein Heiler und zweimal hier die schwere Klasse. Da drückt man verdammt viel Schaden an den Gegner. Das war's, glaube ich, schon. Main Objective accomplished. Wir haben es geschafft. Master Baby, advance to go to the next area. Das ist schon wieder kritisch. Getroffen gegen die Brust. Gut, dann machen wir hier wieder Schluss. Danke fürs Zusehen. Wir haben einen klaren Sieg für den Imperator erreicht. Commander Belion ist auch zufrieden. Er schickt uns dann zum nächsten Ort im Deathwing. Dann halt wie immer Anregungen, Kritik, Wünsche und alles Mögliche. Oder wie ich euch gefallen habe, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo und ein Like da, darüber würde ich mich freuen. Vor allem, wenn ihr gerne noch mehr Content sehen würdet von Warhammer, Space Hulk, was haben wir noch? Space Marine gibt es ja auch noch. Haben alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel, weil viele neue Spiele bringen sie leider nicht raus. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.